Hallo und willkommen zum lange her Philjotupen-Video. Heute Black Desert, wie man am besten die kleinen Schiffe dann auch kaputt macht. Ich habe im Forum gesehen, dass viele Probleme damit haben, weil die angeblich so schnell sein sollen. Ich werde erstmal hier weiterfahren, damit ich auch die Richtung entsprechend habe und muss natürlich die Lautstärke etwas runterdrehen, glaube ich. So, und ich glaube, ich kann Interface-Einstellungen, habe ich fast vergessen. Damit auch die Tastatureingaben zu sehen sind. Die packe ich mal hier rüber. Ach, okay, der will, dass ich das speichere. Na gut. Egal. Speichern. So. Dass wir dann einmal. Ach so. Ups. Ja. Wollen wir mal ab zur See, wenn das so ein bisschen rumlaggy ist. Ich spiele aktuell auf dem Shadow PC. Das heißt, es kann mal ein bisschen ruckler gehen. Aber allerdings wegen dem ganzen Winter-Event-Kram. So, ich sehe gerade, Dings ist online gegangen. Kleinen Blick. Ich muss kurz mal verlängern. Ach nee, jetzt haben sie eine Dings gestartet. Na gut, das ist keine Dings Quest on. Keine Seequest. Hat er nochmal Schwein gehabt. Aber erstmal muss ich den Karo platt machen. Ich mache gerade meine tägliche Quest. Große Piratenschiff mache ich nicht. Das sollte eigentlich so vom RAM da keine Probleme geben. Soll ich das nur oder leggy das ein bisschen? Ja, ist das durch die ganze Wintergeschichte? Ist das teilweise echt blöd? Das kann aber auch die Verbindung dann sein zum Shadow PC zwischendurch mal. Deshalb könnte auch ein kleines Soundleck im Spiel. Ich hoffe, das ist nicht so laut. Ich habe jetzt extra runtergestellt. Lass mal links liegen. Ich habe meine Angelquest durch vorhin gemacht gerade.
Ja, durch das Winter-Event ist das teilweise echt meistens sehr, sehr laggy. Das extreme FPS-Einbrüche sogar mit der besten Grafikkarte passiert. Das ist schon heftig. Der Shadow-PC, worauf ich gerade spiele, der gleichwertige 1080 GTX. Hat er es nicht angenommen oder hat er es nicht angenommen? Ja, doch. Hat ja teilweise dann tatsächlich dann mit dem Spiel hier durch die ganze Winter Deko, Schnee und alles Mögliche. Es ist echt ätzend teilweise, gerade in den Städten. So, einmal erstmal zur Hikaru-Insel, weil Hikaru habe ich als nächste Quest und dann geht es geradeaus eigentlich fast weiter Richtung den Schiffen, weil es sind 3 bis 4 kleine Schiffe in der Regel, wenn ich ein Stück weiter fahre. Und in der Regel braucht man auch keinen Kompass hier, also man sieht im Endeffekt trotzdem noch dann die Inseln, so dass man auch wieder zurückkommt oder eben halt, dass man so ab 5 Uhr halt zurückfährt. Nee, 7 Uhr. 9 oder 5, naja, egal. So. So, dann sind wir schon beim Rossmeer und na kommt schon. Ups, da. Irgendwas stimmt hier nicht. Naja, jetzt. Hat sich ein bisschen eingehakt. Warum auch immer der jetzt die Meldung kommt, obwohl ich nach vorne klicke. Dürfte normalerweise gar nicht passieren. Also man sieht einem, die Karte ist so eingestellt, dass die auf Max rausgezoomt ist. Müsste dementsprechend, ich werde jetzt die 3K-Karte anmachen, die werde ich aber wieder nachher gleich wieder umstellen, weil ich den Kreis als Orientierungspunkt brauche. Weil die 3G-Karte ein bisschen mehr sieht als die normale. Ups. Jetzt weiß ich auch warum. Shadow war nicht ganz eingestellt. So. Schauen wir mal, ob wir hier eine Karo finden. Da sieht es doch, glaube ich, gut aus.
Ja. So, mein Skill, ich habe den Rückzugsskill, habe ich. Wo man wunderbar einlecken kann, das wird man später bei den kleinen Schiffen nicht merken. Aber bei den kleinen Schiffen hatte ich damals immer, wo ich noch nur das Speed hatte, also wo ich doch nicht das Rückwärtsrückzug hatte, musste ich immer ganz, ganz lange rückwärts fahren, um überhaupt dann den kleinen Schiffen ran zu können. Ist jetzt etwas einfacher. Die Schiffe sind auch nicht so schnell, wie das in Foren so gesagt wird. Es ist möglich, die kleinen Schiffe sogar schneller down zu machen als mit Kanonen. Auf jeden Fall schneller down zu machen mit Kanonen. Und wie man sieht, wenn ich zu nah dran bin, dann drücke ich nochmal Q, damit ich entsprechend auslösen kann. Schon den Schaden. Und denkt dran, der schwimmt immer vor euch. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, dass er respawnt, also zurück in seinen Punkt geht, sein Life bleibt ja so, wie er ist, aber dann müsst ihr ihn entsprechend. Ups, das war wohl nichts. Das war jetzt voll daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. Hier sieht man auch gleich den Rückwärts, wie schnell ich rückwärts einlenken kann. Das ist schon keine schlechte Idee und keine schlechte Sache. Ja, man kann das Monster und alles andere, also die Monster, kann man entsprechend lenken. Leider die Schiffe natürlich nicht, aber die Monster reichen aus, wenn die richtig lenkt. Dann passt das schon. Unwetter oder? Ja, Unwetter. Lass mich raten, das wird gleich schneien oder sowas, Unwetter. Und schon haben wir die erste Quest erledigt. So, und jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir ungefähr zum kleinen zur kleinen Insel ungefähr Dings, weil hier sind maximal manchmal 2 bis 3 dann, wenn ich ein Stück weiter fahre. Deshalb dürfte das dann gar nicht mal so lange dauern.
Da war schon, war ich da, dauert nicht so lange. Alles. Die Frage ist halt, hier müssen wahrscheinlich auch noch ein, zwei noch mehr rumlaufen. In der Hoffnung, dass es da kein Neuenheil oder sowas ist, da hinten schwimmt, aber ich glaube, das ist nur ein Karo. Ups, da ist noch ein Schiff, genau. Also, die Schiffe hier vorne sind dann dementsprechend gut angesiedelt. Also lang wollte ich das Video auch nicht machen und schneiden würde ich auch nicht. So, das ist ja noch einfach, wenn er stehen bleibt, ne? Aber viele, wie ich schon sagte, im Foren, haben viele Probleme, tatsächlich die kleinen Schiffe. Ah, Scheiße! Ah, wieso habe ich Q weitergedrückt? Ich Idiot. Schlafen. Ja, wenn ich das Solo mache, das ist ein bisschen, da bin ich nicht so abgelenkt. So. Am besten schon so hier einlenken, wenn man wirklich diesen Skill jetzt schon hat, haben sollte. Man kann das auch mit ohne Skill machen, bloß dann dauert diese Drehung einfach länger und man muss mehr Richtung so machen. So hat man die so, wenn man auf der Karte sieht, geht das schon Richtung Kreis. Im Endeffekt kann man jetzt schon wieder rammen. Das geht dann einfach ratzfatz. Ich wollte stehen, ja. Im Endeffekt schon so ein Dings, so ein bisschen gleich das Schiff, das man sieht. So zwischendurch mal. Weil es funktioniert wunderbar, man muss nicht Ewigkeiten rückwärts fahren. Das muss man ohne diesen Skill ständig machen. Und das ist nervig. Das dauert sehr lange. Naja, nicht sehr lange, aber noch länger, länger auf jeden Fall. Aber auch wieder nicht so lange, so wie man das mit den Kanonen. Ups, das ist ja stehen geblieben. Und drückt auch rechtzeitig ruhig die Q-Taste, weil die Schiffe haben so eine breite Kollisionsabfrage. Bevor man dann sonst durchfährt und dann den Rest keinen Schaden macht. Ja, zu weit. Also, kann ja mal ein Beispiel machen, mal gucken, ob das klappt. Wenn man so nah rangeht und dann erst, das fährt man durch. Ne, also, das wird dann nicht viel bringen. Macht ruhig rechtzeitig, gibt nochmal dann zum Auslösen die Q-Taste. Nochmal ruhig gedrückt drücken. Ihr seht das ja unten eingeblendet. Ne, also, volle Schaden. Drauf, klappt wunderbar. Glaube, hier brauche ich nicht vorher zu drücken, weil ich glaube, ich war schon fast am Rand. Oh doch, muss ich doch machen. Also man sieht, wie schnell das kleine Schiff eigentlich. Hehe. Ja, toll. Down gehen kann, wenn nicht gerade zufällig noch
ein Geisterschiff auftaucht. So. Ja, ich habe die Segelklamotten erst gar nicht angezogen. So, bleibt da stehen. Das ist schön und es schneit. Das merke ich nämlich sofort an der Performance. Ja, okay. Das war jetzt ein bisschen zu. Ist teilweise auch eine wirklich eine reine Übungssache. Mehr ist das dann auch nicht. Da kriegt man die auch wirklich locker, locker und so, ne, hin. Ich habe hier immer ein bisschen Verzögerung drauf, aufgrund, dass ich auf dem Shadow PC, deshalb muss ich immer ein bisschen früher drücken, eventuell. Aber das Prinzip so sollte klar sein, denke ich. Nur man sieht, man macht ordentlich. Ah, okay, das Prinzip sollte klar sein, dass man auch die Q-Taste dann wieder loslässt. Schon das zweite Mal passiert. Das passiert beim Solo-Play gar nicht. Also, wenn ich jetzt gerade nicht zufällig aufzeichne oder auf Twitch. Ja, irgendwie kommt er mir gerade ein bisschen zu nah. Ich komm, was ist denn bloß los? Was ist denn mit dem scheiß Rückwärtsgang? Ja, es kommt tatsächlich, wenn es vielleicht eine schlechte Verbindung gerade ist, also pingmäßig, eventuell Paketverluste vorhanden sind. Kann passieren, muss nicht, aber wie man sieht, habe ich gerade Probleme, den auf Kurs zu bekommen. Warum auch immer, weil der dreht hier original mit. Manchmal haben die Schiffe das, weil das schaffe ich so nicht, ne? Ach doch. So. Ja, manchmal muss man ein bisschen reparieren. Aber wie man sieht, man bekommt auch wenig Schaden. Also ich habe jetzt einen K.O. gemacht und ein kleines Schiff. Wenn man das mit Kanonen das kleine Schiff macht, dann wäre ich schon weit unter der Hälfte. Ich zeige ganz kurz mal nochmal gleich die Ausrüstung, was ich auf meinem Schiff habe, und nochmal die Skills, Voraussetzungen, was man da eigentlich überhaupt haben sollte, auf jeden Fall, oder bis, ne, zu wann man das einfacher dann hat, ab wann im Endeffekt. Eigentlich im Endeffekt dann mit dem Rückzugsbefehl. Das wäre dann eben halt ab Kenner 1 hat man dann dementsprechend Rückzugsbefehl. Und was ihr hier hört, hier, das ist meine E-Zigarette, also nicht irritieren lassen.
falls ihr es hört, aber ich glaube schon. Nutze ich mal so ein bisschen als Verschnaufpause. Das reicht, glaube ich, erstmal. Na nee, ich muss ja nur zwei Schiffe machen. Manchmal habe ich das Pech, dass ich die nicht unbedingt so erwische, wie ich sie immer erwischen möchte. Manchmal habe ich auch das Glück oder das Pech auf Deutsch gesagt, dass es dann auch nachts dann ist, wo ich entsprechend die Quests mache. Ja, die Quest könnt ihr in Imperia Port und in Velia beide gleichzeitig annehmen. Voraussetzung ist, glaube ich, Anfänger 6? Fragezeichen. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und diese Quest dann entsprechend am Hafen dann anzunehmen. Beim Hafenmeister in Viria und beim Kaiserlichen in Imperia Port. Eferia, oder? Heißt das Eferia, ne? Nicht Iperia. Eferia, ich spreche gerne Namen mal falsch aus. Genauso wie Olivia, gerne mal Olivia. So. Ich weiß, dass hier noch ein Schiff war, genau da. Und ich sehe auch gerade einen Scheiß. Bleib mir vom Leib. Ich hab's geahnt. Ich muss mal gucken, wann er sich verpieselt. Der folgt mir doch nicht. Okay. Nur Schwein gehabt. Ah, scheiße, der ist gleich in der Nähe da. Das heißt, ich zieh mal das Schiff. Der haut natürlich voll rein. Hier ist das Schiff da in der Nähe, es nervt. Gucken, ob er überhaupt wiederkommt. Ja, natürlich kommt er. Na, ich schwimme wieder zurück, ne? Gut, dann hoffe ich mal, dass das Brot hier sich nicht resettet. Ja, es resettet. Toll, herzlichen Glückwunsch. Scheiße. Ja, das Problem ist, dass er halt in der Nähe vom aggressiven Monster ist. Dementsprechend kann ich mir den dann nicht holen. Weil ich natürlich durch diese Dreherei auch Platz brauche. Aber ich sehe, da ist noch einer. Und ich sehe, dass da jetzt wieder mal ein Geisterschiff kommt. Mensch, was habe ich für ein Glück.
Achso, ich wollte gleich nochmal zeigen, die Ausrüstung, ne? Vom Schiffi, vom Schiff. So, das sieht dementsprechend so aus. Ich habe Imperia Segelboot, Drachenbug mit Stabi und Bewegungstempo. Imperia Segelboot, die Kanone. Plus 6, da ist auch plus 6. Dann das Schwarzbrise-Segel mit plus 6. Und Imperia Segelboot verstärkte schwarze Panzerung. Habe ich mit plus 6. Die Elise-Kanone habe ich genommen aufgrund des VKs. Und dann habe ich natürlich noch meinen Bootsmann Geselle. Ach so. Ah, ich kannte meinen Bootsmann. Ich bin ja vor kurzem ja Kenner geworden. Das muss ich nachher, das muss ich nochmal im Laufe der Zeit nochmal machen. Siehst du, das habe ich ja voll vergessen. Das muss ich ja auch noch machen. So, also das ist dieser Rückzug ab Kenne 1, was eigentlich beim Lenken rückwärts gar nicht mal so schlecht ist. Und auch entsprechend was bringt. Hat man ja auch gesehen. Also der lenkt richtig scharf ein. Rückwärts. Und das ist echt sehr, sehr hilfreich. Ah, ich sollte einschalten. Und da ist nur die Karo hier. Sind alle keine Gefahr. Okay, durch die kleine Verzögerung zum Shadow PC, halt mit rückwärts fahren. Kleines Problem, wenn ich die loslasse. So, dann wollen wir mal gucken. Da ist noch ein Schiff, sehr schön. Also versuchen, dass das da ein bisschen ein Sichtfeld ist. Ja, hier klappt das wunderbar, der kommt nicht gleich mit. Scharf einlenken. Also wie schon gesagt, das ist echt eine Übungssache, was das angeht. Ja, okay. Allerdings zu weit über Dings, dann kann es passieren, dass er das mit dem Fass rückwärts überholt. Deshalb sollte man natürlich darauf aufpassen.
Ja, vom Ding her geht das so eigentlich relativ simpel. Ja, er kriegt auch den vollen Schaden ab. Das, was das RAM so hergibt. Müsst so ein bisschen auf die Segeln achten, wenn die ausholen und man macht vorne nach vorne Q, dann geht er auch nach vorne und macht er auch seine Attacke, wenn die Segel ausholen sozusagen. Ich achte nicht immer drauf, eigentlich nicht so häufig. Ich glaube, ich mehr drauf achten würde, würde ich auch wahrscheinlich besser von Platz kommen. Und gerade diese Attacken hier hinzukriegen. Aber von der Entfernung her passt das eigentlich immer ganz gut. Da bleibt er mal wieder stehen. Das ist doch schön. Hier habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Man sieht auch wirklich am Live, dass das zum Vergleich zum, ich habe zum Anfang das mit den Kanonen gemacht, bei den kleinen Schiffen, weil die mir halt auch selbst immer so schnell vorkam. Aber dann habe ich mir mal gedacht, üben wir das mal. Wie kann man am besten das kleine Schiff downkriegen? Und das ist natürlich wirklich eine gute Sache. Nee, so ein kleiner. Allerdings sind die 10 Minuten auch noch nicht vom Cooldown. So. Irgendwo war doch hier noch ein Schiff, ne? Also indem man aber dieses Rückzug auch hat, geht unten die Haltbarkeit, Ausdauer auf Deutsch gesagt, naja, auch Haltbarkeit, also gelbe Leiste, natürlich schneller down als üblich, weil das halt als Skill halt da ist. Als Skill dementsprechend verwendet wird und somit natürlich auch verbraucht.
Ja, schon wieder das dritte Mal. Ja, ich habe meine Seemannskleidung nicht an. So. Irgendwo war doch hier ein Schiff, ein kleines. Eigentlich habe ich nicht vor, das Video so lange zu machen, aber na gut. YouTube ist ja zum Glück zum Vorspulen gedacht, auch. So, aber ich denke mal so, das Prinzip selbst war ja oder ist ja auch soweit klar, wie man die kleinen Schiffe. Oh, ich habe Besuch. Wie man die kleinen Schiffe halt am besten platt macht. Da glaube ich sowieso schon viel zu weit. Zu weit drüben. Na da. Der Kleine tut nichts. Er vor dem Großen. Wir hoffen, dass der Große nicht von hier kam. Gekommen ist. Du bist nur der Kleine, naja. Der sieht schon fast wie die Große aus. Oh, der lenkt schärfer ein. Also manche kleinen Schiffe haben irgendwie auch nicht immer, also das ist wirklich nur nicht selten. Deshalb mache ich jetzt den Vorwärtsgang. Deshalb kriege ich die natürlich nicht voll. Dass sie so scharf einlenken, teilweise, dass ich gar doch nicht hinterherkomme unbedingt. Und so, wenn man die dann einmal dann gerammt hat. Ups. Dann lässt er das auch. Und wenn man ihn einmal nochmal ein bisschen zwingt, wieder gerade zu fahren. Das passiert halt ja auch beim Rammen. Nicht ganz mitgekommen.
Also man sieht auch, wenn ihr so, sieht auch richtig, wie scharf der einlenkt. Dann kommt der nicht auf die Idee und dann einen rumzufahren und kann relativ schnell eigentlich auch wieder nach vorne raschen und rammen. Also man sieht dementsprechend wirklich, dass man relativ fix Abstand gewinnt. Und das geht halt nur mit dem Skill, weil durch dieses scharfe Lenken. Wenn man den Skill nicht hat, dauert das tatsächlich und man muss viel mehr reinlenken, scharf reinlenken. Und dann dauert das dementsprechend tatsächlich bis er in entsprechender Reichweite ist. Dauert wirklich um einiges länger. Aber nicht so lange, als ob man mit den Kanonen drauf geht. Also alleine mit den Kanonen drauf geht. Wenn man natürlich zu zweit ist und beide Kanonen, irgendwas, was den Segelboot angeht. Wenn man natürlich Fregatte ist, dann hat man ja ein paar Kanonen mehr. Gegebenenfalls noch das Gildenschiff. Mit Gildenschiff haben wir mal ausgetestet. Ist das RAM nicht lohnenswert, weil das Gildenschiff einfach zu träge dafür ist. Das gilt für Monster, so wie dann sowieso für gerade für kleine Schiffe. Aber in der Regel, wenn man sowieso mit einem Gildenschiff unterwegs ist. Toll. Dann hat man ja sowieso mehrere Leute dabei. Dann geht es auch mit den Kanonen relativ gut. Also schnell meine ich, gut geht sowieso, aber halt schnell. Bloß halt, wenn man Single unterwegs ist, Fregatte oder das Segelboot stehen hier. Dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit. Wenn man den entsprechenden Skill hat, wenn nicht, dann muss man halt ein bisschen Geduld haben mit rückwärts fahren. Aber es ist halt machbar. Na? Gut. Das war's dann auch. Ich bedanke mich dann, dass ihr das angeschaut habt und hoffe, dass ihr da ein bisschen was draus, rausschauen konntet, wie man das am besten macht. Das ist eine reine Übungssache, wie ich schon sagte. Und dann wünsche ich euch viel Spaß auf See und lasst euch nicht unterkriegen auf See, ne? Denkt ans Reparieren. Kleiner Tipp, wenn ihr neuen Hai mit dem Schiff macht, Full Life bitte, ne, reingehen. ich komme in der Regel mit 25% dann raus. Also vier Reparaturen angesagt. Okay, dann danke ich und hoffe mal, dass ich bald wieder noch ein neues YouTube-Video mache. Und sonst dementsprechend auch Twitch mit Sofa Player. Oder superplayer.net einfach reingehen, da ist es auch verlinkt. Ne? Und ja, dann wünsche ich euch was und da ja heute der zweite Weihnachtstag ist, dann schon mal guten Rutsch dann auch und wer es jetzt noch anguckt, dann auch schon noch frohe Weihnachten.
Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.